Und Epic, da hinten ist sie schon, die Räuberschule. Ja, und wir haben heute einen neuen Schultag. Was denkst du, werden wir heute Tolles lernen? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht wie wir ewig Sachen geheim klauen können oder dann verstecken können. Die Sachen, oder die wir verkleiden. Haben. Oh, stimmt. Ja, oder, das können wir alles lernen. Was könnten wir noch lernen? Wie man vielleicht Codes irgendwie knackt. Wie man oder Fenster aufmacht. Wie man was gut versteckt. Alles Mögliche. Oder ja, wir machen halt wirklich einfach ganz normale Sachen wie Mathe und Sport. Oh. Aber wir hoffen, heute passiert irgendwas Spannendes. Ja, das stimmt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal hin. Wir wollen ja auch nicht zu spät kommen. Wir haben immer in derselben Klasse Unterricht und denselben Lehrer, der wahrscheinlich auch schon auf uns wartet. Aber Epic, bislang sind wir, glaube ich, noch nicht zu spät. Mm-mm. Oh, da ist schon eine Schülerin. Hey! Hallo! Katha, Epic, gut, dass ihr schon so früh hier seid. Wieso? Heute wartet ein Überraschungstest auf euch. Oh nee, ein Überraschungstest. Okay, warte mal, schriftlich? Ich hoffe nicht schriftlich, weil ich bin nicht vorbereitet. Praktisch kann man das immer ganz gut lösen, muss ich sagen. Ich war gerade schon dran, also beeilt euch lieber. Ich fand ihn nicht so schwer, aber keine Ahnung, wie gut ihr seid. Oh bitte, ich hoffe, es ist nicht schriftlich. Ja, ich hoffe auch nicht. Dann ab mit dir rein. Unser Klassenraum ist der erste hier. Ja, hallo. Und die Räuberschule sieht so, so cool aus. Und der Lehrer ist natürlich auch schon am Start. Ich hoffe, Sie sind nicht zu spät. Guten Morgen. Oh, schön, dass sie auch noch auftaucht. Ja, wir sind gespannt, was heute passieren wird. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Ja, was könnte das wohl sein, Epic? Oh, ich weiß schon. Ich weiß es auch. Einen Überraschungstest. Also, Überraschung. Okay, was müssen wir machen? Na, freut ihr euch? Ja, es geht. Kommt drauf an, welche Aufgaben gestellt werden. Das habe ich mir bereits gedacht. Okay, der Test besteht aus 3 kleinen Aufgaben. Hört sich doch machbar an, oder? Ah, warte mal. 3 kleine Aufgaben? Oh. Also praktisch. Oh, können wir die draußen machen? Ich weiß nicht. Wie sieht das aus? Dann holt euch ein Aufgabenbuch und fangt sofort an. Okay, die hören sich ja gut an, aber wie ist denn das? Ach so, ist eine Gruppenaufgabe, also bitte zu zweit arbeiten. Ja, Epic! Ich glaube, ich wähle heute jemand anderen. Nein, Spaß. Nee. Ja, ja. Okay, wollen wir raus und uns die Aufgaben angucken? Oh, Parcours müssen wir als erstes machen. Okay, Aufgaben. Es sind 3. Als erstes ein Parcours, als zweites ein Raub und als drittes ein... Echter Raub. Okay. Was ist da los? Bringt alle Gegenstände nach euren Challenges in den Klassenraum. Okay. Das bedeutet, wir müssen die Stationen selber suchen und die machen. Okay, ich denke mal, Parcours wird draußen sein. Wir haben ja auch noch einen Sportplatz. Ich sehe schon Schilder da hinten. Sehr gut, ich komme. Station 1a. Okay, und anscheinend finden wir jeweils immer was. Wir lesen uns natürlich die Aufgaben nochmal ganz genau dann durch. Es gibt 2 Parcours-Abschnitte, Station 1a und 1b. Aber Epic, das ist ja ein interessanter Parcours hier. Ich komme jetzt da noch nicht so ganz dran. Nee, das schaffen wir doch niemals. Oh, wir brauchen den Einbrecher Crappling Hook. Stimmt, du hast sogar dein Outfit an. Ja, ich bin gar nicht vorbereitet. Du hast mein Outfit vergessen. Ja, ich weiß, sorry. Okay, warte mal. Das bedeutet, ich nehme auch nochmal mein Outfit hier. Wir haben nämlich ein Räuber-Outfit, natürlich. Ja. Das und das und das. Und jetzt sehe ich auch ganz doll schick aus. Und wir brauchen hier unsere Crappling Hooks. Die sind hier im Klassenzimmer. Nimm die jeweils einen raus. Und dann schaffen wir natürlich auch den ersten Parcours. Hoffen wir mal, wir bekommen auch die ganzen Gegenstände. Stimmt. Und ich gehe mal hier hoch und zack. Sehr gut. Dann wahrscheinlich hier. Und dann, ich sehe sogar schon Gold. Hier sind die besten Räuber. Guck mal. Und Epic! Epic, nein! Ich schaff's nicht! Ich muss auch Epic! Ich schaff's. Ich schaff's nicht. Toll, jetzt kann ich nochmal von vorne. Nee! Haha! Oh nein, jetzt bin ich auch wieder hier. Okay, komm, ich gehe mal ein bisschen abkürzen und guck mal, ich schaff's sogar schon direkt hier vorne hin. Tada! Und die Goldcoins müssen wir jeweils mitnehmen. Die müssen wir abgeben. Bist du schon da? Hier unten bin ich gerade schon. Epic, du musst nach oben. Ah, jetzt! Nein! Naja, ich hab's. Ja, deswegen, wir können auch gerne zu Station 1b. Aua. Ja. Hast du's?
Ja, ja. Wo bist du? Ah, du bist da hinten. Okay, das war Station 1a. Also die Gegenstände habe ich davon. Ja. Wo ist 1b? Hier sind bestimmt irgendwo anders auch noch Schilder. Und zwar da. Aber wo ist... Ah, da! Station 1b. Okay, dann geht's hier einmal hoch. Dann hier hoch. Und ja, da oben sehe ich es auch schon. Ich folge dir. Schaffen wir das? Da muss hinten mit hin? Einmal dorthin? Ich weiß es nicht. Nein, guck mal, da links unten. Warte. Dort. Packen wir das? Ja, ja, sehr cool. Und dann nochmal, oh je. Oh je. Bin da. Oh je. Oh, 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 oh je. Oh nein. Von da müssen wir aber schaffen, oder? Ich hoffe es zumindest. Ich kann mal hier nach oben. Dann so. Und jetzt einmal, oh, komplett dabei. Vorbei. Mann! Oh nein. Hä, warum ist denn das so schwierig? Wir hast das direkt geschafft hier. Ja, mit dem Profi. So, nee. So, nee. So, nein! Jetzt! Ich hab beide schon mitgenommen. Wie? Ich will's aber auch schon. Oh ja, fliegst du hin. Ich hab's aber auch geschafft. Was war da für Gold? Zwei Stück, schau mal. Oh, so Goldblöcke. Also ja, so ja. Goldklumpen, Golddinger. Wir haben es gepackt. Parcours, die erste Aufgabe oder die erste Station vollendet. Da würde ich sagen, wir crappeln uns mal wieder zurück zur Schule und gucken uns dann mal den zweiten Aufgabenabschnitt an. Aber wir müssen natürlich alles immer einzeln in den Klassenraum bringen. Dann wird das hier abgegeben. Und da ist sogar eine neue Kiste. So und so. Und die anderen zwei Schüler sind auch endlich mal dran. Die sind die ganze Zeit hier noch sitzen geblieben. Dann, Epic, würde ich sagen, wir lesen mal die zweite Aufgabe. Ja. Raum. Und wir werden noch gefragt, und macht es Spaß? Ja, schon. Yeah, weißt du, wo die Räume sind? Ich gebe euch mal einen Tipp. Schaut in der Schule mal. Also, okay, hätte ich mir auch was denken können. Oben wahrscheinlich. Und tatsächlich, hier ist Raum 1a und Raum 1b. Und Epic, wir haben hier ein Zahlenpasswort. Stimmt. Wir müssen wahrscheinlich in dem Raum was klauen. Da steht ja Raub als Aufgabe. Wollen wir erstmal Raum 1a machen? Ja. Du hast schon ausprobiert. 1, 1, 1. Nee, das, ich weiß nicht das Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 5, 5, 5. Okay, wie kommen wir jetzt an die Passwörter? Siehst du irgendwas innen drin? Diamant. Ein Diamant. Okay. Wow. Aber kein Passwort, oder? Vielleicht 1a? 1, 1? Weil A ist ja auch der erste Buchstabe im Alphabet. Nee. Ja. Okay, wir haben natürlich noch weitere Räuber-Gadgets, die wir benutzen könnten, um in den Raum zu gelangen. Stimmt. Und darunter gehören Codebreaker. Die können wir natürlich auch benutzen. Ja. Also denke ich mal, hoffentlich müssen wir die nicht zu oft benutzen. Oh, easy. Und natürlich sind das hier auch noch nicht zerstörbare Gläser. Epic, was brauchen wir dafür? Eine Spitzhacke. Ja, und wenn wir die auch nicht... Oh, wir brauchen so einen Blockbreaker. Ja, einen universalen Blockremover. Okay, das bedeutet, wir müssen uns jetzt hier wieder... Oh nein. Oh, ich muss nochmal einen neuen Codebreaker mitnehmen. Sehr gut, weil meiner ist fast kaputt. In der Schule haben wir auf jeden Fall so viele nutzbare Gadgets. Ja, sehr gut. Damit können wir die Blöcke ganz, ganz, ganz easy zerstören. Dann geht's hier wieder... Oh, dann geht's hier wieder rein. Ja, und der Diamant wird geklaut. Tada! Sehr gut. Und das wird natürlich abgebaut. Mitnehmen. Und ich habe den Diamant. Warte. Und ich nutze den Codebreaker. Sehr gut. Oh. Ist kaputt gegangen. Hast du noch welche? Ja. Oh, sehr gut. Okay, beim zweiten Raum können wir das natürlich auch machen. Aber hier haben wir Laser Epic. Jetzt ist natürlich die große Frage. Denkst du, der Alarm wird hier... Oh. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Oh. Wir könnten natürlich auch von außen durch die Fenster. Stimmt. Geht's dir gut? Du steckst hier ein bisschen fest. Ich weiß nicht, ob ich rein oder raus soll. Komm mal, komm. Wollen wir mal einen anderen Weg gehen? Wollen wir durch die Fenster? Ja, das ist eine gute Idee. Dann würde ich sagen, wir crappeln uns von außen nach oben und gehen so den Lasern komplett aus dem Weg. Einmal, zack. Und wir können die Fenster natürlich ganz einfach hier abbauen und können uns dann, oh je. Sehr gut. Und
Und hier ist sogar ein ganzer Diamantblock. Okay. Jetzt wäre eine Spitzhacke doch nicht so schlecht, Epic. Hast du eine? Ich bin im falschen Raum rausgekommen. Oh! Hallo! Hallo! Pass ja auf, dass du hier nicht an die Laser kommst. Spitzhacke. Können wir das mit Blockbreak abbauen? Ich würde es nicht riskieren, falls er kaputt geht, weißt du? Ich wünsche eine Spitzhacke. Okay, ich passe in der Zeit auf, dass hier keiner uns irgendwie, naja, sieht, sag ich mal. Es ist ja trotzdem nur eine Übung. Wir sind ja innerhalb der Schule. Aber ansonsten haben wir die zweite Aufgabe auch richtig gut gemacht. Oh ja, pass ja auf, du warst hier hinten. Das war sehr knapp. Hallo, guck mal. Okay, Farbe. Bitte abbauen. Bitte einsammeln. Und sehr gut. Und hier kommen wir wieder raus. Natürlich wird das Fenster wieder hin platziert. Wir gucken natürlich, dass wir alles so... Hä? Wo hast denn du noch eins? Oh, ja, warte. Perfekt. Und es geht wieder ab nach unten. Und die ganzen Gegenstände werden abgegeben. Einmal der Diamant und der Diamantblock. Und Epic, ich glaube, jetzt haben wir schon die letzte Aufgabe. Und das ist der echte Raub. Okay, such den nächsten Lebensmittelmarkt auf und klaut alle Elektronikgeräte. Oh. Warte mal. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich was in echt klauen. Tatsächlich, wir sind jetzt echte Diebe. Okay, warte mal, vielleicht sollten wir uns dafür ein bisschen besser ausrüsten. Ja. Ich nehme noch mal ein paar mehr Strings mit. Du nimmst ein paar Codebreaker mit. Ja. Der Block Remover ist eigentlich noch ganz gut intakt. Ich nehme auch noch mal ein paar. Hast du alle Codebreaker mitgenommen? Ja, manche sind ja schon kaputt gegangen. Wir müssen erstmal gucken. Wir sollten das Ganze erstmal beobachten. Ja, ich weiß, wo der nächste Lebensmittelmarkt ist. Aber es ist die Frage, es ist ja noch ganz hell, vielleicht fallen wir sehr stark auf. Also wir sollten nicht unser Räuberoutfit anhaben eigentlich. Das stimmt. Wir können vielleicht sollten wir uns Auskundschaften. Genau, also erstmal gehen wir von ganz weit außen ausspionieren alles. Dann könnten wir uns sogar noch mehr verkleiden. Wir könnten uns als andere Person verkleiden, einmal reinlaufen, uns alles ansehen und dann planen, wie wir alle Elektronikgeräte klauen. Ja, ich hoffe, das klappt, weil alle Elektronikgeräte hört sich irgendwie nach sehr viel an, oder? Und ich glaube, ich sehe ihn. Tatsächlich, das ist der Supermarkt, der nächste zumindest. Okay, Epic, ich sehe auf jeden Fall Kameras und ich sehe Security. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ich sehe Feuer, wieso auch immer. Und ich sehe Lebensmittel, aber keine Elektronikgeräte. Doch, ich sehe Waschmaschinen. Sind Waschmaschinen Elektronikgeräte? Ja, klar. Also ist auf jeden Fall gut, schon mal zu wissen, dass wir da was klauen könnten. Ja. Aber Epic, wir sollten trotzdem gucken, wie viel es ist. Okay, wie machen wir das am besten? Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal undercover rein. Ja, dafür gehen wir uns nochmal ein bisschen umkleiden, sag ich mal, dass wir wirklich nicht erkenntlich sind. Und planen dann mal, wie wir das innen drinne machen, ohne dass uns jemand sieht. Wir könnten fragen, wie lange der Markt offen hat, weil wenn der schließt, können wir nachts viel einfacher die Sachen klauen. Ja. Da würde ich sagen, wir gucken mal, wie wir am Ende aussehen werden und jetzt wird erstmal verkleidet. Und du siehst schon mal bezaubernd aus. Wow, mit dem Anzug. Du siehst aus wie ein kleiner Businessman. Ja. Und ich gehe, ja, als Maus heute wohl. Man sieht mein Gesicht nicht, das ist die Hauptsache. Und wir gehen jetzt rein, als wären wir komplett neue Shopper vom Lebensmittelmarkt. Ja. Als wären wir normale Kunden. Lalala, heute ein bisschen Obst klauen. Hallo, sagen Sie mal. Guten Tag, kann ich euch weiterhelfen? Bis wie viel Uhr hat der Markt denn heute offen? Der Laden schließt heute nicht, was? Wie, aber ein Laden schließt doch normalerweise. Wir haben zurzeit 24 Stunden am Tag auf. Was ist okay. Da los? Okay, gut zu wissen, danke. So, lala, ja, sehr schön, sehr schön. Das ist eine Kette, die ich auf jeden Fall kenne. So, hier gibt's ja auch schon Sachen. Kann ich euch vielleicht weiterhelfen? Nee, eigentlich nicht. Wollt ihr vielleicht etwas Kuchen?
Nee, eigentlich nicht. Alles gut. Dann nicht. Schaut euch einfach gerne mal um. Ja, wir gucken mal hier. Und hier sind die Elektrikgeräte. Ah, oh, die so allein Tüten, schon mal Fernseher, Telefone. Aber Epic, wie kommen wir hier raus, wenn überall Security ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Okay, hier hinten sind keine Sachen mehr. Und hier sind schon die Kassen mit noch mehr Kameras und noch mehr Security. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Okay, hast du einen Plan, wie wir das hier ausrauben könnten? Nicht zu 100%. Ich auch nicht. Vor allem, wenn der Markt nicht zumacht, bedeutet das, dass die Security immer hier ist. Das stimmt. Wir könnten ablenken. Wir könnten zu zweit die ablenken. Wenn einer von uns vielleicht so tut, als würde er einen Unfall bauen oder eventuell hier im Markt was verschütten oder ich weiß nicht ganz. Das ist eine gute Idee. Wir könnten vielleicht nach oben locken. Ja. Und dann kannst du hier unten alles eintüten. Aber wie machen wir das am besten? Ha, ich weiß es nicht so ganz. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir gleich rausgehen und du dich von oben reinkrabbelst. Ich dann sozusagen reinrenne, wenn du die abgelenkt hast, also wenn die oben sind, die Security. Und die Kamera versuche ich abzubauen. Ja, ja, das mit ist eine dem gute Block Idee. Remover dann. Okay, aber was machst du oben? Das ist auch die Frage. Lass uns doch mal ganz kurz nach oben gehen. Wir müssen nämlich gucken, dass wir wirklich alles natürlich aus. Ach, guten Tag, guten Tag. Du könntest vielleicht hier in das Glas, weißt du? Von hier krabbelst du dich rein. Dann gehst du hier das kaputt machen. Und dann sagst du, jemand bedroht dich. Überfall, sagst du, jemand überfällt dich. Und du sagst, Hilfe, Hilfe. Sowas. Ja, ja. Und dann gehe ich unten rein. Okay, dann gucken wir mal, dass du nochmal eine neue Verkleidung hast, weil sonst erkennen die dich. Und ich ziehe natürlich mein Räuber-Outfit an. Und dann gucken wir mal, dass das gut klappt. Tschüss, wir wollten es kaufen. Tschüss. Danke, danke. Okay, das wird schon. Das wird schon. Okay. Okay, also, neue Verkleidungen. Ich bin im bekannten Räuber-Outfit. Du ich bist komplett unauffällig verkleidet. Die ganze Security ist noch am Start. Du musst jetzt gucken, dass du von da hinten dich irgendwie reinkrabbelst. Sobald du Hilfe rufst, werde ich gucken, ob die Security weg ist. Gerade ist noch überall Security, sowohl hier hinten als auch vorne. Du musst halt wirklich gucken, dass du, ja, dass sie dich auch nicht sehen, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, ich bleib mal ganz kurz hier hinten. Ja, du rufst es dann einfach. Oh je, da habe ich gerade noch jemanden gesehen. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Und dann hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert. Oh. Ich bin drin, ich bin drin. Hilfe, Hilfe, ich werde überfallen. Das ist mein Zeichen. Ich muss jetzt hier rein. Ich muss jetzt erstmal natürlich die Kamera abbauen. Perfekt, hat geklappt. Hier ist gerade keiner mehr und ich nehme alles mit. Okay, ich muss mich beeilen. Das kommt mit, das kommt mit, das kommt mit. Ich hoffe, ich schaffe alle Elektronikgeräte. Das kommt mit, das kommt mit, das kommt mit. Und die letzten zwei. Okay. Es war doch ein Fehler. Es ist doch nichts hier oben. Alles in Ordnung. Missverständnis. Ja, ja. Ich gehe dann auch mal wieder. Danke. Tschüss. Okay. Hoffen wir mal, die glauben es und ich bin schnell genug draußen. Wo treffe ich mich jetzt mit Epic? Das ist natürlich auch noch eine Sache. Okay, wo ist er? Katja, da! Katja, ich habe alles! Das ist super gemacht! Ich habe sogar die Kamera! Ziemlich ganz schön um. Du solltest dich auch ganz schön umziehen, Katja. Ja, natürlich, natürlich. Wow, das hat so gut geklappt. Die haben wirklich gedacht, wir haben alles geklaut. Wie gut. Und das bedeutet, wir haben alle Aufgaben erledigt. Es ist sogar richtig spät geworden mittlerweile. Hoffen wir mal, wir sind die Ersten und die anderen zwei sind noch gar nicht zurück, weil dann bekommen wir bestimmt die beste Punktzahl. Ja. Wir haben ja sogar alles gepackt, deswegen umso besser. Dann lass uns mal zurückrabbeln. Oh, naja. Zurückrabbeln! Ja, irgendwie gerade nicht. Nee. Ah, jetzt! Yay! Und wir können wieder rein und wir alles sind hoffentlich die Ersten. Okay, warte mal. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Das, ja, ja, ja. Das. Du lauterst. Und ich glaube, das war's. Ja. Sehr gut. Wir haben und alles gepackt. Wir haben es geschafft. Damit seid ihr offiziell die Ersten. Oh, ja. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Das wird eine sehr gute Note und Epic. Wir haben den Überraschungstest geschafft. Oh, gut. Zum Glück. Und wir bekommen wirklich die allerbeste Note. Und es hat super viel Spaß gemacht. Das wir wurden nicht erwischt. Mm-mm. Und vielleicht könnten wir ja auch so eine
Konsole haben oder einen Diamant, aber vielleicht gehört jetzt auch alles dem Lehrer, ich weiß ja nicht so ganz, aber es war trotzdem sehr cool. Ja. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, schaut beim Epic vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!